ever. Nobody else. Wait. Nobody else. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Squad Builder Challenge. Heute muss ich mich auf jeden Fall erstmal ein Stück weit entschuldigen, ne? Obwohl ich es eigentlich gar nicht müsste, aber trotzdem. Ich habe ja das Trading-Video gemacht zu der Squad-Builder-Challenge Top-Partien, wo Chelsea gegen Man United meiner Meinung nach zu 75% reinkommt. Die 75% haben sich leider nicht bewährt. Es waren die 25%, die das Ganze leider doch gekappt haben. Denn es liegt einfach daran, ich habe es selber nicht gewusst. EA haut einfach mal einen Special raus. Ultimate Scream wird das Ganze genannt. Und ihr seht jetzt im Hintergrund, ihr könnt sozusagen beliebige Spieler mal in verbesserter Form ziehen. Das bedeutet sozusagen, sie sind für einen Teil, ich glaube für 13, 14 Tage lang, sind sie in verbesserter Form zum Spielen möglich. Man kann sie ziehen und nicht zu vergessen, man kann sie eintauschen. Eintauschen gegen Spieler, die dann natürlich untradable sind, aber für immer im Verein bleiben. Nicht so wie die anderen, denn die Stats gehen dann natürlich runter. Die Karten sehen auf jeden Fall extrem heftig aus. Da gehen wir gleich mal dazu. Und zwar, wir können Mario Gaspar für als Innenverteidiger sozusagen bekommen. Wir können Douglas Costa als RM bekommen, 85er. Und das Geiste eigentlich, Payet als 87er, ZOM. Holy shit, die Werte sehen unfassbar geil aus, sind untauschbar. Aber wir können dazu noch das Spinnennetz, sozusagen das Skelett-Trikot gewinnen. Das ist auch untauschbar, das werden wir heute machen. Die Challenge wird auf jeden Fall heute kommen. Wir werden dann mal gucken, wie das ganze Trikot so aussieht, wenn wir natürlich einen Gegner gefunden haben. Da werde ich ja ganz kurz so zeigen, wie es aussieht, etc. pp. Aber wir wollen natürlich, ich möchte es euch anhand der ganzen Spieler zeigen. Ich muss euch echt gestehen, guckt es euch an, ich habe jetzt erstmal alles auf den Transfermarkt gehauen. Es verkauft sich langsam ein bisschen was, aber natürlich, du gehst nicht wirklich mit Verlust raus, das ist klar. Aber wer konnte wissen, dass sowas kommt. Aber ich werde trotzdem in der nächsten Woche noch ein Video machen zu der nächsten Woche Freitag, wenn ich wieder hoffe, dass die Top-Partien kommen, wo ich wieder investieren werde. Mal schauen, ob es so sein wird. Wir gehen jetzt mal auf Mario Gaspar als Spezialkarte und da seht ihr die heftigsten Karten ever. Also die sehen unfassbar geil aus. Mario Gaspar, es ist so, dass man 1 bis 5 Spieler davon, von diesen Spielern, es gibt insgesamt eben das Team, was ihr vorhin gesehen habt, muss man eintauschen, um eben diese besonderen Karten wie Douglas Costa und Payet zu bekommen. Und die werden auf jeden Fall nicht günstig sein. Ich bin gespannt, wie günstig sie werden. Ich bin gespannt, wie weit wir da fortgeschritten werden im Preis. Auf jeden Fall muss man sagen, dass es auf jeden Fall, ja, bei der Kommunikation mit dem FIFA Ultimate Team Server ist ein Problem aufgetreten. Man muss auf jeden Fall sagen, dass es extrem teuer werden wird, diese 3 Spieler uns zu holen. Ich möchte sie trotzdem alle 3 haben. Ob uns das gelingt, werdet ihr auf jeden Fall in den kommenden Wochen sehen. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal eine Squad-Builder-Challenge machen. Wir wollen das geile neue Trikot haben. Und das geile neue Trikot werden wir abschließen, indem wir diese Challenge erfüllen. Wie ihr seht, es sind insgesamt 9 Spieler, die wir abgeben müssen. Spieler aus derselben Liga, maximal 5 Nationalitäten, genau 5, genau 3 Ligen, mindestens 8 Goldspieler und eine Teamship von mindestens 84. Das habe ich gesagt. Und wenn ihr die Challenges nachbaut, es kann sein, ich weiß es nicht genau, dass hier manche Spieler mit Loyalitätsbonus dabei sind. Das bedeutet sozusagen, die haben sozusagen entweder schon 10 Spiele gemacht bei mir oder sie wurden von mir selbst gezogen. Deswegen kann die Chemie bei euch extrem unterschiedlich sein. Deswegen versucht erstmal, das so und so bekommen, dass ihr vielleicht die Spieler verwendet, wo ihr auch Loyalitätsbonus habt. Wir gehen erstmal rein, was ich bezahlt habe für die ganzen Spieler. Wir gehen rein mit Bodegin. Da bin ich zum Beispiel, wie ihr seht, Erstbesitzer. Weiter geht's mit Doklao, bin ich auch Erstbesitzer. Genauso wie von Alvaro. Weiter geht's mit Torres, Erstbesitzer. Dann habe ich Wilhena für 450 gekauft. 500 für El Ghazi habe ich bezahlt. 450 für Jorgensen. Castro auch Erstbesitzer und Tete für 500 gekauft. Heißt sozusagen, 5 Spieler dieser 9 sind Erstbesitzer. Heißt sozusagen, die Chemie liegt eigentlich bei dieser Challenge bei 79. Also versucht sozusagen, entweder baut die Challenge nach und macht 10 Spiele mit diesem Team und 2 anderen, damit ihr auf volle Chemie kommt. Oder ihr sucht euch eigene Spieler. Wie ihr seht, ihr könnt es ungefähr an, wie viel von welchem Verein da sein müsste, ne, etc. pp. Ihr könnt es ja ungefähr genauso nachbauen. Wir werden das Ganze auf jeden Fall jetzt absenden. Ne? Und damit sind wir eigentlich schon fast fertig. Wir haben es geschafft. Spinnennetz ist abgeschlossen. Wir bekommen dieses Weltklasse-Trikot. Das werden wir übrigens auch jetzt direkt mal aktivieren. Ihr könnt jetzt auch mal
meine Trikots sehen. Ich habe das Auswärtstrikot von Dynamo Dresden und das dritte Trikot von Dortmund. Wir hauen erstmal die Ultimate Scream Trikots hier rein und ich bin extrem gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und ich bin extrem gespannt, ob wir in den nächsten Tagen auch noch die anderen Challenges machen werden. Wir gehen erstmal auf das Team der Woche. Nochmal das, was eben jetzt hier gerade los ist. Also ihr seht es, die verbesserten Formen sehen auf jeden Fall extrem heftig aus. Die werden immer besser werden. Mandzukic, Budebus, Akinfenwa vor allen Dingen. Sehr, sehr geil. Wir starten jetzt hier einfach kein Spiel. Wir gucken uns einfach nur mal die Trikots an und schauen, wie die in-game aussehen werden. Und genau so werden die Trikots aussehen, wenn wir sie in-game spielen werden. Bale trägt sie gerade. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Aber mir gefällt zum Beispiel nicht ganz so, dass die Hose so komplett schwarz ist. Aber trotzdem, die Trikots sind auf jeden Fall ein Highlight. Und ich denke, die wird auch in nächster Zeit fast jeder tragen. Aber ihr seht es zumindest, wie die Trikots aussehen werden. Ich finde sie extrem geil. Aber trotzdem, wir wollen einer, beziehungsweise zwei oder sogar drei dieser speziellen Objektkarten wie Payet, Douglas Costa oder Mario Gaspar haben. Das werden wir aber in den kommenden Wochen beziehungsweise in den kommenden Tagen sehen. Wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Vielleicht habt ihr Bock auf ein morgiges Buy for Sky mit Lewandowski in Form als Special-Spieler. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin raus, immer smart und sexy bleiben, Hashtag supersteif. Unten in die Kommentare, euer Chris und ciao!